Unser Bremen ist einzigartig. Wir haben die Weser, den Marktplatz mit Rathaus und dem Dom, dem Schnorr, die Böttcherstraße, die Stadtmusikanten. Nur erfreuen sich immer weniger Bremerinnen und Bremer daran, weil sie nicht mehr in die Innenstadt kommen. Die andere Seite zeigt Baulücken, dunkle Ecken und immer mehr Leerstände. Und ein Senat, der seit 12 Jahren zusieht und schläft. Und machen wir uns nichts vor, Corona droht das alles zu verschlimmern. Deshalb müssen wir endlich gegensteuern. Und so geht das. Wir verlegen die Straßenbahn aus der Obernstraße und schaffen eine parkähnliche Atmosphäre mit insektenfreundlichen Blumenwiesen, Sandplätzen, Bäumen und Sitzgelegenheiten für mehr Aufenthaltsqualität, denn wir wollen mehr besondere Einzelhändler anziehen und mehr Wohnen in der Innenstadt ermöglichen. Wir denken den Domshof grüner. Wir bauen einen Spielplatz und Sitzmöglichkeiten, um Eltern und Großeltern einen Bummel zu ermöglichen, bei dem sich auch Kinder wohlfühlen. Den Marktbetreibern räumen wir mehr Platz und teilmobile Stände ein, damit sie Imbisse anbieten und ihr Angebot auf den Nachmittag ausweiten können. Die Martini-Straße muss zusammen mit dem Wall den Ringschluss für Fahrrad- und Autofahrer um die Innenstadt bleiben. Aber wir verengen die Fahrbahn auf jeweils eine Spur in beide Richtungen, gerahmt durch breite Fahrradrouten. Die Gehwege werden zu Flaniermeilen auf beiden Seiten, sodass Einzelhandel und Gastronomie einziehen. So werden auch Stadt und Schlachte endlich verbunden. Der Wall als zweite Außengrenze wird auch zur Flaniermeile umgestaltet, indem der einspurige Verkehr vom Polizeirevier in Richtung Herdentor auf der Parkseite verläuft. Die andere Spur wird zur beidseitig befahrbaren Fahrradstraße. Wir wollen mehr Atmosphäre durch grüne Zonen schaffen. Eine erste wird die Knochenhauerstraße bilden, die als Durchfahrtsstraße nicht mehr benötigt wird, sobald das Parkhaus Mitte abgerissen ist. Dadurch ergeben sich weitere Laufwege, die Besucherinnen und Besucher deutlich länger in der Stadt halten werden. Apropos Laufwege. Wenn die Fußgängerzone dank Umwidmung und Abriss der Parkhäuser schon an der Wallkreuzung beginnt, ergeben sich ganz neue Rundläufe. Wall, Domshof, Schlachte und Knochenhauerstraße werden ganz neu miteinander verbunden. Ein zu großer Wurf? Nein, das geht! Wir werden eine Zeit lang mit Baustellen leben müssen. Aber wir wissen doch alle, Baustellen sind Attraktionen. Deshalb stellen wir den Skyliner auf, die höchste mobile Aussichtsplattform der Welt, damit alle am Fortschritt in unserer Stadt teilhaben können. Und davon abgesehen, machen wir unser Bremen schon vorher zur coolsten Stadt der Welt. Mit schnell umsetzbaren Ideen wie mobilen Inseln auf der Weser, ein Pool im Fluss, Kletterwände an Häusern oder Kunst an hässlichen Wänden und Ecken. Wir machen unsere Innenstadt grün und einzigartig. Das geht!